Vor gut einem Jahr sind die letzten Atommeiler in Deutschland abgeschaltet worden. Immer mehr Strom wird aus erneuerbaren Energien gewonnen, aber nicht immer dort, wo er auch benötigt wird. Netzbetreiber müssen leistungsfähige Kabel verlegen, um zum Beispiel Windstrom aus dem Norden im Land zu verteilen. Das ist teuer. Verbraucher spüren das auf ihrer Stromrechnung. Nur wenige hundert Meter vom stillgelegten Kernkraftwerk Brokdorf entfernt, eine der größten Strombaustellen Deutschlands. Hier entsteht ein Tunnel unter der Elbe für die Stromautobahn SüdLink. 700 Kilometer Erdkabel, sie kosten etwa 10 Milliarden Euro. Für Netzbetreiber TenneT ein Mammutprojekt. Das zeigt allein, welchen Aufwand wir betreiben müssen, um die Energie, die hier in Schleswig-Holstein erzeugt wird, dann wirklich runterzubringen bis nach Baden-Württemberg und nach Bayern. Im Netz kommt es regelmäßig zu Engpässen. Deshalb werden im Norden immer häufiger Windräder abgeschaltet und konventionelle Kraftwerke im Süden hochgefahren. Nach Angaben der Bundesnetzagentur hat das im vergangenen Jahr mehr als 3 Milliarden Euro gekostet. Hinzu kommen nach Schätzung der Behörde pro Jahr etwa 7,5 Milliarden für den Netzausbau. Wir sehen, dass erneuerbare Energien den Strom in der Erzeugung günstiger machen. Aber die Netzkosten stellen gerade eine große Rechnung. Die Kosten für die Nutzung und den Ausbau des Netzes spüren auch die Verbraucher. Mittlerweile machen Netzentgelte in vielen Regionen ein Viertel des Strompreises aus, Tendenz steigend. Als Kunde bleibt einem, dass man sich mal den alten Arbeitspreis anguckt, die Rechnung sich mal genau anschaut und dann sich auf dem Markt umschaut, welche Möglichkeiten habe ich, wie ist da der Arbeits- und Grundpreis, und dann lohnt sich in vielen Fällen häufig ein Wechsel. 2028 soll SüdLink fertig sein. Dann schicken bei Volllast 4 dieser Erdkabel etwa so viel Strom in den Süden der Republik, wie früher 4 Kernkraftwerke produziert haben.